Herzlich willkommen zur Reihe Ausgewählte Aufgaben aus dem Wettbewerb Känguru der Mathematik. Dies ist Teil 26 und wir sprechen heute über den Wettbewerb 2017, Klassenstufe 5-6, Aufgabe A4. Die Aufgabenstellung in dieser Aufgabe lautet wie folgt. Tita malt in dem abgebildeten Rechteck, das ist das Rechteck hier unten, ein Drittel aller Kästchen gelb, die Hälfte aller Kästchen blau und den Rest rot. Wie viele Kästchen malt Tita rot? Die Antwortmöglichkeiten sind 3, 4, 5, 7 oder 9 Kästchen. Wir werden diese Aufgabe auf zwei verschiedene Arten lösen, und zwar einmal zeichnerisch und einmal mittels Bruchrechnung. Zur Bruchrechnung möchte ich nochmal, wie schon häufiger ja, auf die gleichnamige Videoreihe in meinem Channel verweisen. Zunächst also zeichnerisch. Das geht so, wir malen jedes dritte Kästchen gelb aus, also wir fangen irgendwo an, malen das Kästchen gelb aus, dann jedes dritte, also 1, 2 und das dritte wieder, 1, 2, das dritte wieder, 1, 2, das dritte, 1, 2, das dritte gelb und 1, 2 und das dritte gelb. Anschließend malen wir jedes zweite Kästchen blau aus, wobei wir natürlich nur solche nehmen dürfen, die noch nicht gelb sind. Also 1, 2, dann machen wir das hier blau, dann eins von den beiden, da das schon gelb ist, können wir das hier blau anmalen und von den beiden auch wieder eins, also hier zum Beispiel. Und die nächsten beiden Zeilen gehen genauso, blau, blau, blau und hier auch wieder blau, blau, blau. Jetzt haben wir jedes dritte Kästchen gelb, jedes zweite Kästchen blau und was überbleibt, sind diese drei Kästchen hier. Und das sind die roten Kästchen. Hier nochmal schöner dargestellt in Farbe. Wir sehen hier, jedes dritte Kästchen ist gelb, jedes zweite Kästchen ist blau und das Überbleib ist rot. Und das sind drei Kästchen und das ist die Antwort A und das ist somit die Lösung. Wir können das Ganze auch mit der Bruchrechnung lösen. Wir haben insgesamt 3 mal 6 Kästchen. Wir haben also pro Zeile 6 Kästchen und 3 Zeilen, also 3 mal 6 gleich 18 Kästchen. Davon ist ein Drittel gelb. Ein Drittel mal 18 sind 18 Drittel, das ist 6. Die blauen Kästchen ist 1/2 mal 18, die Hälfte soll ja blau sein. 18 halbe, das ist 9. Und damit verbleiben für das rote Ausmalen 18 minus 6 minus 9, also Gesamtzahl der Kästchen minus gelbe Kästchen minus blaue Kästchen. Und dann bleibt ebenfalls natürlich 3 über. Und wir haben wieder die Antwort A. Wir sehen also, dass wir zwei verschiedene Lösungswege haben und welchen man davon verwendet, ist natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Das war diese Aufgabe. In der nächsten Folge sprechen wir über die Aufgabe A6 aus dem gleichen Wettbewerb 2017. Vielen Dank.